Typisch YouTube, oder? Hi, wir sind die Wochenendstarter Patrick und Stefan, hi. Genau, und wir testen heute das Spiel Mauerhüpfer. Das ist der neue Klassiker. Und Stefan, was genau hat es damit auf sich? Ja, das ist quasi Mensch, ärger dich nicht, aber in einer etwas abgewandelten Form. Man sieht es hier vielleicht schon, das ist quasi ein klassisches Spielfeld von Mensch, ärger dich nicht. Sieht zumindest so aus von den Farben und von den Flächen und von den Figürchen. Aber man sieht gleich schon hier auf der Verpackung, da sind Mauern, da muss man drüber. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen das einfach mal. Ja. Die Mauern machen das Ganze nämlich schwierig. Es ist quasi Mensch, ärger dich nicht, aber es hat ein paar Elemente, die das Ganze noch viel interessanter machen. Ja, hier sieht man schon das Spielfeld. Wie gesagt, dieses komische Beige-Gelb, was man ja von den klassischen Spielesammlungen von früher kennt. Genau. Und dann sieht man hier schon, man hat hier diese Mauern, die man aufbauen muss. Patrick. Machen wir bei Emmy, ja. Ja, ich. Genau, die werden einfach... Machen wir uns mal schnell die Arbeit. Man sieht hier auf den ersten Blick eine sehr übersichtliche Spielanleitung. Verstehst sogar du? Wobei, ich habe noch nicht angefangen zu lesen. Mal gucken. Also da könnte jetzt auch was irgendwas auf Latein stehen. Genau, der Spielplan wird in die Tischmitte gelegt. Jeder Spieler erhält 4 Spielfiguren einer Farbe. Ich will grün. Gibt's auch blau? Ja, ne? Nee. Nee? Nein, es gibt kein blau. Okay, dann nehme ich rot. Genau, Spielablauf, der jüngste Spieler beginnt, das wärst in dem Fall du. Ach, das ist ja süß von dir. Ja. Und, möchtest du noch eben kurz den Leuten erzählen, wie alt du denn bist? Ich bin, 1 Zählt das als 1 oder zählt das als 1? Nee, als, das ist quasi 0, oder? Ja, okay, also 1. Und weil ich ja jetzt mit der 1 den einen Würfel hier benutzt habe, habe ich jetzt die 5 und unfassbarerweise passt es auch auf die 5. Mensch, was für ein Zufall. Das war so. Und puff, jetzt bin ich schon voll weit und du bist dran. Ja, okay, dann werde ich mal würfeln. Eine... 3. Also 2 und 1, weil die zählen ja einzeln, die Dinger, nicht? Ja. Ja. Also wäre 1 quasi, könnte ich jetzt entweder... Ja gut, aber hier nehme ich jetzt, kann ich ja keine Mauer in Anspruch nehmen. Genau. Also nehme ich 3. Ja. 1, 2, 3. Ja. Und jetzt bist du natürlich, hast natürlich mega Vorsprung, weil du da schon einmal über die Mauer hüpfen konntest. Und ja, wenn ich Pech habe, muss ich außen rum gehen. Und da wird sich zeigen, wer dann zuerst eben die Püppchen im Spiel, im Ziel haben. Ha, eine 10. Okay, warte, jetzt mal. Ach so, das heißt, jetzt muss man ja voll überlegen, welche Zahl man zuerst nimmt und ob man eventuell weiter kann. Also zum Beispiel die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich bräuchte eine 4, um hier rüber zu springen, geht aber nicht. Und mit der 4 passt sowieso nicht, also glaube ich die 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wann darf man eigentlich mit dem nächsten raus? Das werden wir in Erfahrung bringen. Wir werden erstmal ein bisschen spielen hier, mal gucken, wie weit wir kommen und wir melden uns dann gleich nochmal wieder. Ja. Willkommen zurück zu den frustrierten Wochenendstartern mit dem Spiel Mauerhüpfer zum Jubiläum von Mensch, ärger dich nicht, 100 Jahre. Ja, und es ist ja wie Mensch, ärger dich nicht, hat es ja gerade schon gesagt, ja. Nur mit Mauern. Nachdem wir uns jetzt durch die Spielbeschreibung gekämpft haben, die ja so unglaublich einfach ist, ne Stefan? Es sah einfacher aus, als es ist, ja. Ja, es ist etwas kompliziert. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen gespielt und die Mauern auch ein bisschen schöner aufgestellt. Das große Finale jetzt. Ja, genau. Ja. Und jetzt wird es auf jeden Fall interessant. Interessant ist auf jeden Fall, dass man in beide Richtungen darf. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel hier eine 5 und eine 5 hat, dann kann man halt, man muss nicht hier nach vorne quasi gehen, sondern man kann auch nach hinten gehen. Und wenn ich jetzt, das ist jetzt deiner, aber egal. Also wenn ich jetzt hier zurückgehe und da hinkomme, da wo diese 5 steht, dann kann ich 5 zurückgehen. Dann würde ich komplett zurückgehen. Aber auf jeden Fall kann man zurückgehen und hier rüber über die Mauern springen. Ja, also je nachdem, wo sich das anbietet. Also genau. Man kann vor und zurückgehen. Genau. Und ganz spannend ist ja auch, nicht wie beim Mensch ärger dich nicht, da muss man ja jemanden schlagen, wenn man auf das Feld kommt, wo schon ein anderer steht. Und hier ist es eben nicht der Fall.
Ja, hier muss man, also man kann, aber man muss nicht sozusagen. Und das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen, das nimmt so ein bisschen den Ärger aus dem Mensch, ärger dich nicht raus. Ja, es heißt ja auch Mauerhüpfer und nicht Ärgerhüpfer oder so. Ja, aber warum schreiben die dann dabei 100 Jahre Mensch, ärger dich nicht? Ja, weil das eine neue Variante ist. Es ist eine, also es ist zwar ganz nett, aber es stimmt schon, es ist halt so, ja, pff. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich dich trotzdem schlagen. Also. Ja, kommt drauf an. Also wir können ja mal, wer war jetzt dran gewesen? Du warst dran. Ich war dran, okay. Ja. Okay, dann gucken wir doch mal. Hier haben wir die 4 und die 2. Mhm. Da muss ich dann mal gucken. Ich kann jetzt nicht, ich könnte jetzt 1, 2, 3, 4, dann wäre ich auf dem Z. Wenn ich auf dem Z bin, kann ich quasi ins Ziel gehen. Aber ich kann ja die 2 nicht verfallen lassen. Das ist ja das Problem dabei. Das heißt, ich muss jetzt quasi 6 in diese Richtung gehen, weil hier eine Mauer wird auch, sieht auch schlecht aus. Also gehe ich hier mal 6. Also man muss dann auch wirklich 1, 2, nachdenken, 3, 4, okay, in welche 5, Richtung 6. muss ich jetzt gehen und wo kann ich überhaupt hin? Wenn ich jetzt im nächsten Zug 2 Einsen hätte, dann könnte ich in das Z und hätte gewonnen. Ah, oder wenn er eine 6 hätte und eine 2, weil dann könnte er nämlich hier über die 6 springen und zur 2 aufs Ziel. Also hier, deswegen gibt es auch 2 Ziele, weil man ja immer vor und zurück kann. Genau, also warum es ist halt immer, so. Warum auch immer, aber gut, ja. Ja, es ist halt so, what? Aber, ja, eine 1. Noch schlechter eigentlich. Hier haben wir jetzt eine 6 und eine 4. Hm, sieht schlecht aus erstmal. 1, 2, 3, 4. Also ist übrigens der Satz des Spiels, 1, es sieht 2, schlecht 3, aus. Ja, hier werde ich auch eine 10 nehmen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hm. Auf der Verpackung steht übrigens ungefähr eine halbe Stunde Spielzeit. Ja, die haben wir, glaube ich, jetzt locker überschritten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, das ist deiner. Verdammt, sag doch was. Wo war der? Hier. Da war der? Ich habe eine Grün-Rot-Schwäche, das ist... Das Spiel macht einen total wahnsinnig. Ja, da war der. Da war der. Sagen wir, der war da. Ma... Neun. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. 1, ich würde sagen, 2, 3, 4. Ha, warte, 4 so und 1 so. Hast du es jetzt? Ja, es bringt zwar nichts. Ich möchte das nicht mehr. Also, wir kürzen das nochmal ein bisschen ab und machen nochmal so einen kleinen Zeitsprung. Bis gleich. So, und jetzt habe ich ein Problem. Der Patrick hat nämlich eine 5 und eine 3 gewürfelt. Stunden später. Das bedeutet, er hätte, wenn er denn jetzt weiß, wie er es macht, die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Patrick, wie sieht's aus? Tja, ja. Man darf dem anderen Spieler wahrscheinlich keine Hinweise geben. Aber es ist ja eigentlich auch jetzt ganz einfach. Ne? Nicht so einfach wie bei Mensch, ärgere dich nicht. Wenn man die Leute rauswerfen kann, aber nicht muss, dann kann das und muss man auch Hinweise geben. Das ist das Spiel, was dir Freiheiten lässt. Ja. Also 5 und 3, also springe ich hier über die 5, darf ich ja, weil ich die 5 habe. Das heißt, dieser Würfel ist jetzt schon aufgebraucht, weg damit. Habe noch die 3 und mache 1, 2, 3, bin voll im Z-Ziel und darf dann hier auf die... Und damit hast du gewonnen, hey! Yeah. Ja. Abschließende Bewertung, Stefan. Ja, also ich finde es jetzt nicht so furchtbar schlecht. Ich glaube, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann ist das gar nicht so schlimm und schlecht und langweilig und kompliziert. Ich würde dem Würfelaugen von 1 bis 6, würde ich dem 4 Würfelaugen geben. Und du? Hm. Also, es kann schnell gehen, es kann aber auch sehr frustrieren. Man muss halt mehr nachdenken als bei Mensch, ärgere dich nicht. Aber meine persönliche Meinung ist, dass Mensch, ärgere dich nicht gerade deswegen so erfolgreich ist, weil es halt relativ einfach zu verstehen ist. Und man die anderen auch schlagen muss. Hier hat man halt die Möglichkeit zu sagen, ach, ich muss sie nicht unbedingt schlagen. Und ja, deswegen gebe ich dem Ding von mir 3 von 6 Würfelaugen. Würde es wahrscheinlich nochmal spielen, aber...
Ja, also es wird wahrscheinlich nicht so ein Kult wie Mensch, ärgere dich nicht, aber ja, kann man mal spielen. Ja, eine nette, andersartige Variante mit Mauern. Ja, das war unser Spielecheck von dem Spiel Mauerhüpfer mit Stefan und Patrick. Ja. Und genau, damit zurück ins Studio zu uns. Das bleibt doch noch länger auf der Homepage. Ja, aber wir haben ja gerade, wir sind ja gleichzeitig hier und im, ist auch egal. Und tschüss. Nächste Woche wieder ein anderes spannendes Spiel.